Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieses Video eignet sich beispielsweise perfekt nach einem langen Arbeitstag oder auch nach einem anstrengenden Workout oder auch einfach nur als entspannten Start in den Tag. Du merkst schon, es ist wirklich vielseitig einsetzbar, wenn der Körper sich nach einer kurzen Entspannung sehnt. Für diese Entspannung brauchst du nichts weiter als deine Matte und gegebenenfalls 2 bis 3 Kissen. Solltest du jetzt keine Kissen zur Hand haben, ist das nicht schlimm, funktioniert nämlich auch ohne. Wenn du aber welche hast, leg sie dir gern schon mal bereit, dann kannst du sie dir später dazu holen. Ich sag dir Bescheid. Los geht's! Wir beginnen im Vierfüßlerstand. Dazu schaust du, dass die Schulter auf einer Linie mit den Händen ist und die Hüfte auf einer Linie mit den Knien. Und mit der Einatmung blickst du nach vorne, hebst dein Brustbein und mit der Ausatmung machst du dich schön rund, machst einen Katzenbuckel. Ausatmen, Rücken runden, einatmen, Blick und Brustbein heben. Ausatmen, ganz schön rund werden, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen und einatmen, Schulterblätter auseinander. Du kommst nun in eine neutrale Position und nimmst dein linkes Bein und streckst es nach hinten aus und bringst die Ferse zum Boden. Jetzt darfst du einen kleinen Zug, eine Dehnung in der linken Wade spüren. Du kannst auch ein bisschen auf und ab wippen, also leicht vor und zurück gehen. Und du wirst merken, du kommst dann immer ein Stückchen weiter mit der Ferse Richtung Boden. Auch hier Bauchnabel leicht zur Wirbelsäule ziehen, nicht in ein Hohlkreuz verfallen. Seitenwechsel, das Ganze mit dem rechten Bein, rechte Ferse nach hinten zum Boden schieben. Weiter atmen, ein wenig vor- und zurück wippen und dann nochmal in die Dehnung hineingehen. Langsam lösen. Du nimmst jetzt dein rechtes Bein angewinkelt vor dir auf den Boden und kommst in diese Taubenposition, kannst mit der Hüfte ein wenig rechts und links bewegen und auch gerne jetzt auf deine Unterarme kommen. Du darfst die Dehnung jetzt in der rechten Gesäßhälfte spüren. Wenn das prima klappt, dann kannst du deinen Kopf auch auf den Händen ablegen. Seitenwechsel, das linke Bein kommt angewinkelt vor dich. Erstmal gehst du in den aufrechten Sitz. Jetzt spürst du die Dehnung in der linken Gesäßhälfte. Ruhig eine Etage tiefer auf die Unterarme. Mit dem Becken ein wenig von rechts nach links schaukeln. Und wenn auch das gut klappt, auch gerne hier eine Etage tiefer und Kopf ablegen. Nimm eine tiefe Einatmung durch die Nase und durch den Mund aus. Löse die Position auf und schieb dich zurück in die Child's Pose. Den Po setzt du auf den Fersen ab. Die Arme sind zunächst vor dir ausgestreckt. Und du atmest entspannt weiter ein und aus. Wandere nun mit beiden Händen zur linken Seite rüber. Komm also in eine Seitneige und du wirst spüren, dass die Dehnung sich an deiner Flanke bereit macht. Auch hier schön tiefe Atemzüge nehmen, da kannst du die Dehnung nochmal mit verstärken. Über die Mitte kommst du jetzt zur anderen Seite, zwar zur rechten Seite, wanderst mit deinen Fingern, mit deinen Händen rüber und spürst die Dehnung in der linken Körperhälfte. Position langsam lösen. Komm in so einen Halbkniestand. Du fasst beide Ellenbogen, genau so wie du es da siehst, und gehst in eine Seitneige
und lehnst dich von rechts nach links. Hierbei ist es ganz besonders wichtig, dass du deine Schultern nicht hoch zu den Ohren ziehst. Die sind ganz entspannt und locker, also schiebe sie nach hinten unten und neige dich rüber von der rechten über die Mitte zur linken Seite. Du dehnst so deine seitliche Rumpfmuskulatur und deine Wirbelsäule freut sich auch über diese Bewegung. Ein letzter Wechsel, Position lösen. Komme nun an den Halbkniestand und drehe deinen Oberkörper nun zur linken Seite auf. Das linke Bein ist vorne abgestellt und im Oberkörper machst du eine Rotation, drehst dich auf. Hierbei ist es wichtig, dass die Hüfte trotzdem nach vorne hin ausgerichtet bleibt. Also wir wollen die Rotation nur im Oberkörper haben. Seitenwechsel. Du stellst jetzt das rechte Bein auf und lehnst dich oder öffnest dich zur rechten Seite hin. Der Oberkörper dreht sich also in diese Bewegung ein, Becken bleibt nach vorne hin ausgerichtet und weiter tief atmen. Löse die Position hier langsam auf und komm in den Sitz und leg dein linkes Bein auf deinem rechten Knie ab. Mit den Händen kannst du dich hinter dem Körper stützen, die Handflächen zeigen Richtung Gesäß und du schiebst die Brust raus und darfst jetzt die Dehnung in der linken Gesäßhälfte spüren. Dazu solltest du vom Gefühl her dein linkes Knie Richtung Boden schieben. Seitenwechsel, rechter Fuß auf linkem Knie und auch hier das rechte Knie Richtung Boden schieben, schön aufrichten, Brust raus und jetzt spürst du die Dehnung in der rechten Gesäßhälfte. Noch einen kurzen Moment halten. Und löse auch hier langsam auf. Komme für die nächste Übung in Rückenlage und zieh im Wechsel deine Knie nah zur Brust ran. Das andere Bein streckst du immer lang aus vom Körper weg, Fußspitze Richtung Wand. Der Kopf ist abgelegt und du bringst das Knie so weit es geht Richtung Brustkorb. Mach das hier auch wirklich in deinem Tempo. Schau, was für dich angenehm ist. Manche mögen es ein bisschen schneller, manche machen es ein bisschen langsamer und halten das Knie ein bisschen länger. Das ist aber dir überlassen. Auch hier die Luft nicht anhalten. Füße abstellen, greife nun um den Oberschenkel deines linken Beines und im Wechsel Fußspitze und Ferse zur Decke. Hier darfst du jetzt eine Dehnung in der Beinrückseite speziell spüren und schön strecken und ranziehen. Du kannst den Fuß auch mal drehen, also eine kleine Drehbewegung im Gelenk machen, einen Richtungswechsel einbauen. Seitenwechsel, nun das Ganze mit dem rechten Bein, Fußspitze ganz zur Decke strecken und wieder ranziehen. Im Wechsel strecken und ranziehen. Auch hier spürst du jetzt die Dehnung in der Beinrückseite. Den Fuß gerne hier auch mal kreisen, erst in die eine, dann in die andere Richtung.
beide Füße wieder abstellen. Jetzt wäre der richtige Moment, dir die Kissen zur Hand zu nehmen. Mir werden sie hier zugeworfen, super praktisch. Ihr nehmt euch die und setzt euch jetzt hin und positioniert die beiden Kissen rechts und links unter euren Knien. Wenn ihr noch ein drittes Kissen habt, könnt ihr das gerne unter den Kopf legen. Aber viel wichtiger ist jetzt erstmal, dass die Kissen unter den Knien platziert sind. Ihr lasst die Knie nach außen ausfallen und legt sie ab und legt euch und euren Kopf auch bequem ab. Die Hände könnt ihr gerne mal auf den Bauch legen, die Augen könnt ihr gerne schließen und spürt jetzt einfach mal, wie die Bauchdecke sich hebt und wieder senkt. Ihr dürft einen leichten Zug in der Beininnenseite spüren. Der sollte jetzt allerdings nicht zu stark sein, da wir das durch die Kissen ja noch ein bisschen unterlagert haben. Tief ein und ausatmen. Nehmt die Kissen jetzt gerne mal wieder weg und macht die Beine mal lang. Ihr habt es fast geschafft. Wir wollen jetzt noch ein bisschen auf unsere Atmung eingehen. Dazu kannst du auch mal eine Hand auf den Bauch und eine Hand auf deinen Brustkorb legen und hier auch einfach nochmal spüren, was passiert, wenn du einatmest, was hebt sich, was senkt sich und was passiert, wenn du ausatmest. Konzentriere dich hier mal nur auf deine Atmung. Super gemacht. Das waren unsere 10 Dehnübungen. Ich hoffe, du bist jetzt genauso schön gedehnt und entspannt wie ich. Wenn das der Fall ist, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Du kannst auch gerne mal auf die Glocke hier klicken und den Kanal so abonnieren. Für mehr Infos zum Thema Gesundheit schau doch mal auf unserer Website und speziell da auch im Blog vorbei. Da warten nämlich viele spannende und interessante Artikel auf dich. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.